Hallo Leute, mein Name ist Martin Gör und herzlich willkommen zu meiner Figuren-Review. Heute gibt es The Club, Carl Anderson und Luke Gallows. Die Figuren habe ich natürlich wie immer aus dem Wrestling-Figuren-Shop. Link dazu ist in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode Martin gibt es auch noch 5% Rabatt. Also auf jeden Fall mal auschecken. Außerdem haben wir hier mal wieder ein Battle-Pack, auch schon lange nicht gehabt. Deswegen nicht schlecht. So, da sind die beiden hier ausgepackt und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Luke Gallows, der gute Festus, wer ihn noch kennt. Wir haben hier ein Face-Scan, was nicht gerade glücklich aussieht, ein bisschen traurig schon fast. Trotzdem sieht der Face-Scan richtig hammer aus. Bart passt auch natürlich Glatze hier am Start. Dann haben wir diesen Overall mit dem Club-Logo, beziehungsweise mit der Maske, die AJ Styles auch mal getragen hat, also so eine komische Gasmaske. Dann haben wir alle möglichen Tattoos, der ist ja von oben bis unten voll gescrabbelt mit Tätowierungen. Und auch die sind hier alle sehr, sehr geil verbaut. Kann man also auch nicht meckern für eine Basic-Figur, was es ja eigentlich in diesem Battle-Pack ist. Die Rückseite sieht so aus. Wir haben ja auch nochmal so ein kleines bisschen hier Design in Schwarz-Weiß. Das haben wir hier vorne an den Trägern auch. Außerdem haben wir einen Gürtel und eine Hose. Wäre schön, wenn er keine hätte. Hier auch nochmal so ein Design an der Seite mit Hashtag LG für Luke Gallows. Und ja, andere Seite fast genauso. Und ansonsten haben wir hier noch ein paar Boots. Und das war's. Dann geht's weiter mit Carl Anderson. Hier auch Face-Scan, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Auch mit dem Bart und wieder mal Glatze, passt alles sehr gut. Wir haben hier ein Tattoo am Oberarm und hier auf der Hose die Aufschrift Anderson. Auch das Design auf der Rückseite passt zum Tag-Team-Partner und sind halt hier bloß so kleine Tights, also nicht komplett runtergezogene Hose, das Ganze finde ich eigentlich ganz gut. So sieht das mal ein bisschen anders aus als der Tag Team Partner. Außerdem hier vorne Hashtag KA für Carl Anderson und das Ganze auch nochmal hier auf den Boots verbaut. So muss das sein. Ja, die beiden waren zwar in Japan eine extrem große Nummer, auch Teil des Bullet Clubs, aber seitdem sie in der WWE sind, eigentlich nicht wirklich besonders. Man hatte so viele Chancen, die groß zu machen mit AJ Styles, mit Finn Balor und man hat nichts davon genutzt. Auf jeden Fall nicht in der Form, wie man es hätte machen können. Die beiden hätten als Tag Team wirklich was ganz Großes werden können und jetzt sieht man sie so gut wie gar nicht. Ich habe die beiden ja schon mal kennengelernt und interviewen können. Die sind einfach übelst chillig, übelst lustig, also richtig coole Typen. Und ja, einfach echt schade, dass sie so schlecht eingesetzt werden. Schon alleine, dass man jetzt AJ Styles und die beiden bei SmackDown hat, das ist doch die Möglichkeit, um da jetzt The Club wirklich groß zu machen. Man könnte ja zum Beispiel gerade jetzt, da AJ Styles ja lange Zeit Champion jetzt ist, könnte man ja AJ Styles heel turnen lassen mit The Club, den man dann halt einfach mal ein bisschen andere Seite von dem WWE Champion sieht. Man kann natürlich den Titel auch weiterhin da lassen, aber so hätten wir halt wieder in SmackDown dann auch die Möglichkeit, gegen alle Faces anzutreten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Deswegen eigentlich, da besteht so viel Potenzial, aber man nutzt das alles nicht. Aber das kennen wir ja leider von der WWE. Die Figuren gefallen mir auf jeden Fall richtig gut und passen dann auch zu der ganzen Sammlung. Und ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von Luke Gallows und Carl Anderson hältst. Und vergiss mal nicht, meinem Instagram-Account zu folfolgen, martingrow_89. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, dem Video noch einen Daumen nach oben zu geben und auf YouTube zu abonnieren und Glocke zu aktivieren und so weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.